Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste! Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das Erwachsenenbildungsgesetz für ein Jahr verlängert. Wie Frau Rothe-Beinlich in der ersten Lesung hier erläuterte, sei dieses Jahr nötig gewesen, um sich intensiv mit der Überarbeitung des Erwachsenenbildungsgesetzes auseinanderzusetzen. Trotz dieser einjährigen Überarbeitungszeit wurde das parlamentarische Verfahren so spät eingeleitet, dass nun sprichwörtlich Not am Mann ist und während dieser Plenarwoche zwingend ein Beschluss erfolgen muss, da es sonst ab dem 1. Januar 2017 kein Erwachsenenbildungsgesetz mehr gibt. Trotz der einjährigen Vorlaufzeit erreichte der rot-rot-grüne Änderungsantrag die Oppositionsfraktion eine halbe Stunde vor der Ausschusssitzung, in der gestern die Beschlussfassung stattfand, und wurde dementsprechend gestern von Rot-Rot-Grün dort durchgewunken. Wir hingegen werden diesem Gesetzentwurf nicht nur aufgrund des Verfahrens, sondern auch vor allem natürlich aufgrund seines Inhalts nicht zustimmen. Auf verschiedene Punkte, insbesondere die ideologische Färbung, bin ich in der ersten Lesung ja schon eingegangen, und an der hat sich bis heute nichts geändert. Worthülsen wie Vielfalt, nachhaltige Entwicklung und interkulturelle Öffnung machen eben deutlich, dass es Rot-Rot-Grün primär darum geht, ihre verqueren Ansichten in Bildungsinstitutionen mit einfließen zu lassen, nicht jedoch um eine neutrale Erneuerung des Gesetzes. Wir finden, dass ein Erwachsenenbildungsgesetz auf gar keinen Fall mehr Worthülsen benötigt. Diese, unsere Ansicht, wurde auch in einigen Stellungnahmen der Angehörten geteilt. Selbst die GEW merkte in ihrer schriftlichen Stellungnahme an, dass die bisherige Regelung zum Thema Nachhaltigkeit in § 2 völlig ausreichend sei und keiner ausführlicheren Regelung bedürfe. Und schaut man sich das Stichwort interkulturelle Öffnung und die Alphabetisierungsmaßnahmen samt den Integrationsmaßnahmen, die in der Beschlussvorlage noch hinzugekommen sind, an, dann stellt man fest, dass es sich hier in erster Linie um Politik gegen uns, gegen unser Volk handelt. Denn gerade aus der Hinzufügung des Wortes Integrationsmaßnahmen geht ja hervor, dass sich die Fördermaßnahmen nicht etwa auf deutsche Analphabeten beziehen, sondern auf diejenigen, die in der Asylkrise eingewandert sind. Wobei die CDU mich da vielleicht eines Besseren belehren kann. Ihr Änderungsantrag von der CDU forderte ja auch Integrationsmaßnahmen, und laut ihrer alten und neuen Parteivorsitzenden sollen ja jetzt auch deutsche Integrationskurse belegen. Also, Merkel öffnet die Grenzen für illegale Einwanderung, Ramelow begrüßt die Einwanderer als Neubürger und Fachkräfte, und der Bürger soll nun dafür zahlen, dass die Fachkräfte nicht nur unsere Sprache, sondern auch lesen und schreiben lernen. Professor Ludger Bössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, stellte schon im Dezember vergangenen Jahres fest, dass 2/3 der Flüchtlinge quasi Analphabeten sind. Im März diesen Jahres erklärte der Vorsitzende des Aktionsrats Bildung, Hamburgs Universitätspräsident Professor Dieter Lenzen, dass 65% eines Altersjahrgangs in Syrien, die nach den PISA-Tests nur auf Stufe 1 des Leseverstehens operieren können, für Deutschland zum Problem werden können. Was Sie hier machen, ist also keine Stärkung der Alphabetisierung, sondern eine Förderung der Asylindustrie und ein Rückschritt für unser Land. Und das Gleiche gilt für Ihre symbolpolitischen Integrationsmaßnahmen, mit denen man dem Problem nie und nimmer Herr werden kann. Integration findet nicht im Frontalunterricht in einer Volkshochschule statt. Integration ist eine innere Haltung, und die hat man oder man hat sie eben nicht. Integration ist eine Bringschuld, und wer sich unseren Regeln, Sitten und Gebräuchen nicht anpassen will, der hat unser Land wieder zu verlassen. Hinzu kommt, dass die CDU mit ihren angeblichen Integrationsmaßnahmen eine gefährliche Symbolpolitik betreibt. Letztes Jahr im Winter hatten wir die Silvesternacht von Köln. Den ganzen Sommer über haben wir mit den Berichten von Belästigungen in Schwimmbädern leben müssen. Und gerade in letzter Zeit hat uns alle die Vergewaltigung und der Mord an einer 19-jährigen Studentin bewegt. Dies alles sind Folgen von Merkels Politik der offenen Grenzen. Und diese Folgen bekommt man nicht durch einen VHS-Kurs in den Griff. Und nochmal, lieber Herr Grob, es ist gefährlich, Leuten so etwas vorzuspiegeln. Ein weiterer Punkt für die ideologische Färbung des Gesetzes findet sich in der Beschlussvorlage des Bildungsausschusses. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wird zukünftig im Einvernehmen mit dem Landeskuratorium für Erwachsenenbildung Themenschwerpunkte veröffentlichen, die die Grundlage für die Förderung von Bildungsprojekten in der Erwachsenenbildung sind. Bereits heute kann man voraussehen, welche Punkte es sind, die am 31. Januar 2017 veröffentlicht werden: Rechtsextremismus und Rassismus, sexuelle Vielfalt und Multikulti fördern.
Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, auf was es Rot-Rot-Grün bei ihrer Arbeit ankommt. Man kann sich auch einfach die Förderpraxis im Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit ansehen, in das in diesem Jahr 4,1 Millionen Euro fließen. Dort finden sich nämlich ausschließlich Projekte, die sich mit den genannten Themenfeldern beschäftigen. Ich erinnere beispielsweise an die Projekte für Demokratie Courage zeigen und Schule ohne Rassismus, die die rot-rot-grüne Landesregierung direkt in Schulen nutzt, um ihre Feindbilder in die Köpfe der Kinder zu implementieren. So und nicht anders soll es zukünftig auch an den Einrichtungen der Erwachsenenbildung gehandhabt werden, und das lehnen wir ab. Zum Schluss ist festzustellen, dass trotz der beschlossenen geringfügigen Änderungen im Bereich der Finanzierung der Gesetzesentwurf weit hinter den Ansprüchen zurückbleibt, die Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag behauptet hat. Im Koalitionsvertrag heißt es, ich zitiere, deshalb streben wir an, die Erwachsenenbildung in Thüringen als gleichberechtigten vierten integrativen Bestandteil unseres Bildungssystems zu stärken und weiter auszubauen. Eine gleichberechtigte vierte Säule müsste dann aber eigentlich doch auch entsprechend finanziell ausgestattet sein. Der Volkshochschulverband hat bei der Anhörung ein bisschen mit den Zahlen jongliert und deutlich gemacht, dass im Jahr 2013 nur 0,32% der Ausgaben des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport für die Erwachsenenbildung ausgegeben wurden. Mehrfach kam die Forderung auf, dass zumindest 1% der Bildungsausgaben für die sogenannte vierte Säule reserviert sein sollte. Davon sind wir auch mit dem neuen Gesetz weit entfernt. Insgesamt gesehen ist zu sagen, wir lehnen Ihren Gesetzesentwurf ab. Herzlichen Dank.